Mozart hat schon als Kind sehr ausgiebig die Welt bereist. Und zwar ist er anscheinend schon als 10-Jähriger in mehr als 90 europäischen Städten gewesen. Und das ist vielleicht auch charakteristisch später für seinen Stil, dass er eigentlich alle möglichen Einflüsse seiner Zeit vereinen konnte und mit seiner eigenen Persönlichkeit eine großartige Synthese erstellen konnte. Und es ist allerdings so, er war ja gebürtig von Salzburg und sein Vater war dort auch angestellt am Hofe und er hätte gern gesehen, wenn sein Sohn das auch gewesen wäre. Zeit seines Lebens war Leopold Mozart quasi besessen von der Idee, dass sein Sohn eine feste Anstellung bekommen könnte. Und so kam es dann, dass er in Salzburg, wo er dann doch irgendwann eine Anstellung hatte, sehr unglücklich war und unbedingt weg wollte. Und hat sich quasi rausschmeißen lassen. Er schreibt selber von einem Tritt in den Arsch. Und als er dann überlegte, wo es hingehen sollte, kamen eigentlich nicht sehr viele Städte in Frage. Nach Paris wollte er eventuell gehen, weil er dort auch den Glanz des königlichen Hofes gesehen hatte von Versailles. Dort wurde er allerdings wirklich nicht mit offenen Armen empfangen. Und so kam es dann ganz natürlich, dass er sich in Wien niederlassen wollte. Das hat er dann 1781 getan und schreibt seinem Vater dann auch: Ich versichere Sie, dass hier ein herrlicher Ort ist und für mein Metier der beste Ort von der Welt. Und ich glaube, das ist auch heute noch teilweise wahr. Wien ist einfach die Hauptstadt der Musik. Also Wiener Klassik, darunter verstehen wir heutzutage eigentlich die Musik von Haydn, Mozart und Beethoven vor allem. Allerdings ist der Begriff eigentlich erst später geprägt worden. Für mich ist in diesem Begriff auch die Klassik als solche wichtiger als jetzt die Wiener Klassik. Dass der klassische Stil sich herausgebildet hat und dass die Komponisten vor allem in Wien gelegt haben, ist ein Zufall, denn die Strömungen, die den klassischen Stil ergeben haben, kommen eigentlich aus ganz Europa und es gibt vielfältige Einflüsse, wo zum Beispiel auch Johann Christian Bach eine maßgebliche Rolle spielt und auch Karl Philipp Emanuel Bach, also die Bach-Familie ist auch hier entscheidend mitbeteiligt an der Herausbildung des neuen Stils. Was vielleicht besonders interessant ist im klassischen Stil, ist, dass es eine wirkliche Osmose gibt zwischen Inhalt und Form, die sich quasi gegenseitig bedingen. Und das ist etwas, das so in der Musikgeschichte weder vorher noch nachher in dem Maße geglückt ist. Der Grundansatz dieses Stils ist sehr humanistisch und der Mensch steht im Mittelpunkt sozusagen und das hört man auch raus. Es ist auch kein Zufall, dass gleichzeitig eben die Ideale der Aufklärung, die Menschenrechte, die Französische Revolution, alles das war in der damaligen Zeit, lag in der Luft sozusagen und hat sich quasi Muster beispielhaft in der Musik mit dem klassischen Stil niedergeschlagen. Eine
Konzert ist eigentlich in erster Linie nicht mehr und nicht weniger als ein Klangstück. Man verwechselt das oft, die Gattungsbezeichnung mit der Formbezeichnung. Und die Sonatenform, und das ist hier vielleicht interessant, ist eigentlich die Grundform des gesamten klassischen Stils und hat auch sehr viel die Musikgeschichte danach beeinflusst. Er basiert eigentlich auf sehr einfachen Grundsätzen. Und zwar geht es darum, dass man in einer Form stark kontrastierende Ideen sozusagen abhandeln kann. Das kann man sich vorstellen, wie die dialektische Funktionsweise. Also es gibt eine These, eine Antithese und später gibt es eine Synthese. Das ist stark vereinfachend ausgedrückt. Aber durch diese Gegensätze kriegt die Musik sehr viel Spannung und das macht es interessant. Und die Form ist dann in dem Fall genauso expressiv wie der Inhalt. Und das ist der eigentliche Reiz des klassischen Stils. Wien ist heute eine Stadt, die 2 Millionen Einwohner zählt und ist damit auch immer noch eine der größten Metropolen Europas. Vor 250 Jahren, als Mozart dort gelebt hat, waren es nur 200.000 Einwohner. Allerdings ist es proportional zur Gesamtbevölkerung auch damals schon eine sehr große Stadt gewesen. Eine Stadt, die auch in war, die im Trend war, vergleichbar auch mit Paris, London oder New York. Und deswegen eine große Anziehungskraft auch auf alle möglichen Künstler gehabt hat. Hier war ein Schmelztiegel aller möglichen Kunstrichtungen auch. Und so ist es kein Wunder, dass viele Musiker sich hier angesiedelt haben. Und so auch Mozart 1781. Mozarts Klaviersonaten werden manchmal etwas stiefmütterlich behandelt, sowohl im Konzertbetrieb als auch bei der Aufnahme. Das hat vielleicht mehrere Ursachen. Einerseits ist, wie Heinrich Neuhaus, der berühmte Klavierprofessor aus Moskau, sagte, sind die Sonaten zu leicht für Kinder und zu schwer für Erwachsene. Da ist sicher ein Kern der Wahrheit drin. Aber andererseits ist es auch so, dass durch den sehr einfachen und eingängigen Stil, den Mozart hier benutzt, verstellt sich das Ohr oft und denkt, dass das nur eine liebliche, anmutige und dekorative Musik ist. Dem ist aber nicht so. Es ist sehr viel mehr drin und man kann hier wirklich den klassischen Stil in all seinen Ausprägungen erleben in diesen Klaviersonaten. Und zum Abschluss kann man dazu sagen, wie Mozart selbst seinem Vater geschrieben hat, dass er so komponieren will, dass es sowohl für den Laien leicht zu verstehen ist, aber auch für den Kenner Stellen bringt, die ihm Zufriedenheit bringen.